Anfang war es nur ein Planspiel auf dem Papier, doch dann wurde aus Studieren Probieren und dann ein kleines Start-up-Unternehmen. Vor 4 Jahren baute Waldemar Panarin diesen Prototyp. Mit ihm stellt er eigene Kaffeepads her. Wir hatten in der Uni einen Wettbewerb und dort sollten wir Kaffeepads auf den Markt bringen, die individuell sind. Und dann ist uns aufgefallen bei der Recherche, dass es diese Art Anlagen nicht gibt, sondern nur Industrieanlagen, sehr groß, mit einer hohen Ausbringungsmenge. Und dann haben wir einfach mal angefangen zu tüfteln. Beim Tüfteln entstand der Pana-Pad. Pana wie Panarin und Pad wie frischer Kaffee in der Filterhülle. Mittlerweile packt Waldemar Panarin Pad-Kaffee für 50 Röstereien bundesweit ab. Das jüngste Projekt, der Pana-Pad direkt für die Kunden. Gerade entsteht die 4. Maschine. Kann man das hier dran kriegen, Manso? Mhm. Ich mach am besten von vorne fest, die Höhe kennst du ja ungefähr. Ja. Ich gehe erst links rein. So, jetzt. Rund 13.000 Euro kostet die Maschine aus Nordhessen. Mit ihr kann der Auftraggeber gut 3 Kilo Kaffee in der Stunde verarbeiten. Diese Maschine jetzt hier, die ist dazu da, dass der Kunde vor Ort dort Kaffeepads abpacken kann. Das heißt, die Idee ist mit den Jahren gewachsen und soll in Zukunft unser zweites Standbein sein. Zu Panarins Kunden zählt auch Alexandra Carter. Die Kaffeerösterin aus Niestetal bietet 30 verschiedene Kaffeesorten an. Für den Kaffee in der Filterhülle hat sie sich entschieden, damit ihre Kunden Kaffee überall zubereiten können. Daheim die Bohne, in der Edelmaschine oder den Pet-Kaffee, zum Beispiel fürs Büro. Ihre Kunden jedenfalls haben keine Vorbehalte gegen Pets. Egal welche Kaffeemaschine ich habe, wenn ich oben eine gute Bohne reinkippe, dann kommt unten definitiv auch was Gutes raus. Mit seinem Pana-Pad hat Waldemar Panarin eine Marktlücke entdeckt. Denn Kaffeeliebhaber mögen es frisch. Und mit dem Pana-Pad direkt beim Röster geht es eben noch frischer. Es geht on demand, auf Bestellung. Wenn der Kunde den Kaffee haben möchte, wird er abgepackt ohne lange Lagerung. Und das passt eigentlich genau in das Konzept rein von Leuten, die frischen Kaffee anbieten möchten. In wenigen Stunden ist die 4. Pet-Maschine Made in Nordhessen fertig und kann ausgeliefert werden für exklusive Kaffeepads. Aber ganz so exklusiv soll es nicht bleiben. 5 Mitarbeiter beschäftigt Waldemar Panarin bereits. Wenn der Pana-Pad gut läuft, könnten es noch ein paar mehr werden.